Ito, der Abenteurer ruft dich. Antworten. Hi! Danke, dass du gekommen bist. Ich habe alles versucht, um dein Schiff zurückzubekommen, aber es ist mir nicht gelungen. Das tut mir aufrichtig leid. Ganz kurz, wir besinnen uns. Wir haben das Schiff auseinandergenommen. Huch. Ja. Oh, wieso das denn nicht? Oh, Aber ich möchte es wieder gut machen, damit du eines meiner Schiffe... Was? Damit du eines meiner Schiffe, die Lady Adventurous, bekommst. Okay. Also, wenn wir schon dabei sind, zeige ich dir schnell, wie man Schiffe kommandiert, die sich im selben Sektor wie du befindest. Hast du schon den Strategiemodus gefunden? Ist wirklich nützlich hier. Ich zeig dir, wie man ihn verwendet. Okay, das muss... Was muss ich tun? Öffne den Strategiemodus mit dem Strategiemodus-Button und lies den Enzyklopädie-Eintrag, falls du das noch nicht getan hast. Dort findest du alle wichtigen Informationen. Wow, du hast mir sehr viel gezeigt. Dann befiehlt der Lady Adventurous, dich zu begleiten. Wenn du dir unsicher bist, kannst du den Strategiemodus jederzeit verlassen und mich erneut fragen. Das ist ja der Strategiemodus hier, glaube ich, ne? Deine Schiffe gleichzeitig markieren, wähle die Lady aus, indem du sie anklickst oder eine Box ziehst. Klicke nun auf dein eigenes Schiff, um den Sektorbefehl zu geben. Rechtsklick. Okay. Gut. Haben wir. Und jetzt? Interagieren. Befehle? Bauen, betreten. Ha. Okay. Super! Ich glaube, dass du noch mehr gute Verwendung für den Strategiemodus finden wirst. Dort kannst du deinen Schiffen befehlen, viele, viele Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu einer Mauer zu fliegen, Bergbau zu betreiben oder dich anzulocken. Für die einfachen Aufgaben wirst du nicht einmal einen Kapitän brauchen. Der Autopilot des Schiffes wird das für dich erledigen. Aha. Warum braucht man dann Kapitäne? Im Gegensatz zum Autopiloten sind Kapitäne hochqualifizierte Individuen, die völlig selbstständig arbeiten und langfristig verschiedene Aufgaben übernehmen können. Du musst sie nur als Kapitän eines Schiffes zuweisen und schon sind sie einsatzbereit. Je nach Klasse geben sie dir sogar Boni für dein Schiff. Dann kannst du ihnen auf der Galaxiekarte viele verschiedene Aufträge erteilen, wie zum Beispiel Handelsrouten für dich zu fliegen, für lange Zeit Bergbau oder Abwracken zu betreiben oder sogar Sektoren auszukundschaften oder auf eine Expedition zu gehen. Okay. Die Besatzung der Lady Adventurous hat sich bereit erklärt, für dich zu arbeiten. Da ich dir immer noch ein Schiff schulde, würde ich sie dir gerne dauerhaft überschreiben. Vielleicht kannst du deinen neu angeheuerten Kapitän darauf verwenden. Ich gehe jetzt und suche einen Weg, die Barriere zu überqueren. Bis zum nächsten Mal. Danke. Was für eine Barriere? Barriere? Mission erfolgreich. Schiffe, Strategien und Kapitäne. Und weg ist er. Ja, Lady. Damit sind's nur noch wir beide, wa? Was hast du denn so? Ach, das Ding kenne ich doch. Das Ding kenne ich doch. Was hat denn das so? Was hat denn das so? Hat das überhaupt irgendwas? Schiffsmenü. Das ist mein Schiff. Drohne, Autopilot, Objektdetektor. Was? Nichts gefunden. Objektdetektor? Oh. Okay, gut zu wissen. Lul. Gut, da muss ich mich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich glaube, die Kommentare sind schon voll davon. Mach doch dies, mach doch jenes. Ah, so, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Oh Gott. Was hat denn das Ding? Oh, wow, das Ding hat gar nichts. Du bist zu weit weg. Wie nah muss ich denn ran? Reicht das jetzt? Hat das Kommando über das Schiff. Sehr schön. Oh Gott, aber das ist so low. Aber das Schiff ist so low. Ach, Ressourcen?
Okay, ich glaube, wir müssen das Schiff erstmal ausbauen. Aber dafür... Oh, da sind zwei Punkte dran. Heißt das, da sind zwei Schiffe? Interessant. Oh Gott, was? Suche und Bergung. Suche und Bergung. Okay, machen wir später. Ja, Notruf ist mir jetzt gerade egal. Das hier war noch Eto. Machen wir später auch. Wir gehen jetzt erstmal zu einem also irgendwie hier in ein etwas mehr bewohntes System. Der folgt uns jetzt, oder? Folgt sie uns jetzt? Ja! Oh, cool! Nice! Direkt weiter. Spin. Oh, cool! Okay, das ist nice. Moment, das ist ja gar nicht bewohnt. Das waren die... Oh no. Oh damn, hier ist ja alles tot. Ach Mist. Okay, dann bleiben wir eher... mobile Ausrüstungshändler? Ja, nee. Interagieren, bauen. Was du machen sollst in Zukunft ist Bergbau. Ganz viel Bergbau. Du kriegst jetzt erstmal. Was hast du denn überhaupt? Wo sehe ich denn von diesem Schiff jetzt? Also das ist ja mein Schiff, ne? Auch meine Subsysteme. Aber wie sehe ich denn die Subsysteme von dem Schiff? Geht das so überhaupt? Ich glaube, das geht so nicht, ne? Dann muss ich wahrscheinlich einsteigen für, ne? Betreten. Was? Ja, sehr schwach. Das ist mir schon klar. Deswegen will ich ja bauen. Einstein freigeschaltet. Heulrein Stufe 1 Captain an. Heulrein Stufe 2, Stufe 3 Captain an. Okay, cool. Meilensteine freigeschalten. Was? Meilensteine? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Nee, Spielermenü. Ist das hier Meilensteine? Sind das hier? Das ist nur Spielerprofil ist das. Was auch immer das alles bedeutet hier. Bauwissen. Ich glaube, das ist sowas wie ein Skilltree. Tür deinem Schiff im Frachter. Frachter und so. Ah nein, hier, doch, da tatsächlich, das sind Meilensteine. Okay, gut zu wissen. Gut. Okay. Erstmal bauen. Baumenü. Ja, dass wir zu schwach sind, ist mir echt klar. Es muss ja kein großes Schiff sein. Ganz im Gegenteil. Es muss sich verteidigen können, das ist klar. Da hätte ich gerne ein bisschen... Was hat er denn? Wir haben nicht sehr viel Titan, aber für Integritätsfeld wird es ja noch gerade so reichen, glaube ich. Ein bisschen zumindest. Aber der braucht schon... Der braucht schon ein bisschen was. So, dann ist das Ding wenigstens... Er hat ein Integritätsfeld, immerhin mindeste... Ein bisschen Generator. Wie viel Energie erzeugt es denn? Auch nicht gerade viel. Das ist auch alles so exponiert ist, ne? Gefällt mir gar... Oh, warte mal. Apropos exponiert. Guck mal. Mit einer freundlich gesinnten Schiffswerte den Sektor... Im Sektor gebaut werden? Ernsthaft? Ich kann ja... Okay. Ist das noch auf Verfolgen? Ja, ist noch. Hä, was stand da? Ja, gut. Gehen wir nicht auf den Sack. Dann, okay, wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Weil sonst kann ich das Schiff nicht zu Ende bauen. Auf geht's. Was war das denn gerade? Letzter Sprung. Kurz Energie sammeln. Können wir nicht zusammenspringen eigentlich? Nach etwas Menüs durchklicken bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich keine Option gefunden habe, irgendwie gemeinsam springen zu können. Tja, schade. Okay, weiter geht's.
So, jetzt nochmal Tee bauen. Jetzt können wir anfangen, ein bisschen zu basteln hier. In einem befreundeten Gebiet können wir endlich die notwendigen Blöcke bauen. Etwas Integritätsfeld und ein paar Energieblöcke und einige Turrets. Damit sollte das Ding eigentlich funktionieren. Sollte reichen. Der soll ja nur ein bisschen rummeinern. Der soll ja gar nicht viel machen. Kleinen Frachtraum, falls er Loot findet. Okay, dann gucken wir uns jetzt die Subsysteme an. Was kriegt er denn? Guck mal, der kann von Haus aus schon so viele Dings haben. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Antimaterie, Höhenpolarisierung. Energieverbrauch 56 Megawatt. Ich glaube, so viel können wir uns gar nicht leisten, ne? Ja, doch, können wir. Was macht das? Polarisiert Hülle, um Widerstandskraft deutlich zu erhöhen. Ein Nebeneffekt verursacht, dass die Hülle mehr Schaden von Waffen des Typs Antimaterie nimmt. Nee, dann lass mal. Chamäleon erkennt Frachtscanner und spürt ihren Ursprung auf, hilft Kontrollen zu vermeiden. Boah, warum nicht? Meldet interessante Objekte im Sektor, okay. Handelssystem haben wir selber nicht. Machen wir bei uns rauf. Ja, ich glaube, wir haben gar nicht so viel, was irgendwie Sinn ergibt, ihm noch zu geben. Weil mehr Waffen braucht er nicht. Der kann im Grunde, kann er genug haben. Daher passt das schon. Nicht genug Besatzung. Naja. Jetzt müssen wir an eine Station. Wie ist denn das mit Antrieb eigentlich? Wir haben gar keine Schubdüsen, kann das sein? Ich sehe keine zumindest. Kann es sein, dass er keine Schubdüsen hat? Jetzt hat er welche. So. Oh. Da hinten hat er eine. Okay. Gut, damit sollte er mehr als genug manövrieren können. Und dann ab an eine Station. Rücktaste. Ah, interessant. Okay. Oh, wow. Das Ding ist aber flott. Wo ist denn? Wo ist denn? Da. Befehle. Mich eskortieren. Go. Wir suchen uns jetzt eine Station, um Crew anzuheuern. 3 Reisezentrum. Oh, die haben Ingenieure. Oh, das ist... Oh ja, da gehen wir ran. Okay, auf geht's. Geronimo, auf geht's. Jawollo. Und dann schicken wir den Asteroidenfarm. Nice, Leute. Unser erstes Schiff. Jawoll, unsere Flotte wird langsam mehr und mehr. Natürlich kostet das auch alles dementsprechend, aber das werden wir schon irgendwie überleben. Reisezentrum. Ich frage mich, was das ist. Automatische bla bla. Kann man irgendwie... Nee. Kann jetzt mit dem auch nicht irgendwie quatschen oder so. So, oh Gott, das ist so neblig hier, ne? Okay, langsam sehen wir es. Da, Traktor-Strail brauchen wir nicht. Dauert zu lange. So. Jetzt aber. Ich möchte gerne Crew handeln. Und ich muss jetzt erstmal wissen, wie viel Crew... Ich darf nicht reinklicken. Wie viel Crew braucht... Ach, hier steht es. Aktuelle Crew. Ah, nice. Okay, hier steht es. Wir brauchen mindestens 2 Geschütze. Das heißt, 2 davon. Wir brauchen mindestens 2 Bergbauarbeiter. Und das war's im Grunde. So, jetzt würde ich noch von jedem einen extra holen. 4 normale. Damit wir ein bisschen Bonus haben. Sehr gut. Crew. So. 2, 3, 4. So, sehr gut. Haben 4 Leute drauf. Ein bisschen mehr Ingenieur. Ein bisschen ein mehr Bergbau. Was? Warnung, das wird Besatzungsmitglied entfernen. Ach, das bringt tatsächlich gar nichts, oder was? Wenn man mehr Bergbau-Dings drauf hat. Tatsächlich, es bringt kein Plus. Verloren. Naja, verloren ist relativ, ne? Ah, okay.
Interessant, das bringt da kein Plus. Gut zu wissen. Naja. Okay. Ja, geilo. Dann betreten. Befehl. Mich eskortieren. Cool. Nice. Wir haben unser erstes Freundeschiffchen. Mag ich gerne. Jetzt brauchen wir nur noch einen Sektor, der sich zu looten lohnt. Sweet and considerate heart, come into my world, give me your spark. Dumb landing, visit the planet, give me your drive.